Hallo Leute, ihr seid auf dem Kanal As Reiter und wir sind in Folge Nummer 61 von Oxygen Not Included. Ja, der Mordrak hatte geschrieben wieder und hatte gesagt, dass ich hier Leitungen zum Beispiel dicker machen sollte. Die 2 KV oder was es auch immer waren, sollte ich nehmen. Und was hat er noch geschrieben? Ich sollte... Ja, wenn ich es jetzt noch wüsste, ne? Ich sag mal... Gucken wir erstmal nach dem Intro, ne? Bis wir dann weiter rätseln, was er noch geschrieben hat. Ich habe schon wieder vergessen, sorry. Bis gleich. So, was war das andere? Gute Frage, nächste Frage. Hier ist Wasser, ist bald weg. Die Pumpe steht da. Das heißt, die können wir auf jeden Fall schon mal abreißen. Die brauchen wir nicht mehr. Ach so, er hatte hier noch von dem zweiten Sauerstoffdiffusor gesprochen. Dass wir den auf jeden Fall aufpassen, dass der läuft. Wie sieht's denn da mit Strom aus? Ist der angeschlossen? Ja, angeschlossen ist er. Wir brauchen aber diese Stromkabel wahrscheinlich, ne? Ne, das ist 20 kV. 1000. Das sind die richtigen. So, die sollten wir auf jeden Fall mal hier schauen. Sind die dann geupgradet? Weiß ich nicht. Wofür der war, weiß ich jetzt nicht. Ist ein Automatisierungskabel, okay. Ein Leiterkabel können wir doch Bauabbrechen machen. Das brauchen wir da nicht. So, da ist jetzt Kohle hingekommen und der kann wieder arbeiten. Hier werden die dickeren Kabel jetzt gelegt und die gehen ja bis dahin. Und jetzt müsste ich noch die Kabel nochmal aufrufen. Und dieses Stück natürlich auch noch gerade angehen, weil das macht sonst keinen Sinn. Hier wird dann unterbrochen und da geht ja nicht mehr so viel dann, ne? Und oben hatten wir ja noch einen so einen Apparat stehen. Ne, so weit hoch war er nicht. Wo war er jetzt? Hier. Und dann machen wir das auch noch mit den Stromleitungen gerade. Die Lieferung dahin muss schon besser sein, ne? Ach, guck mal, der zweite steht schon da, ist aber noch nichts angeschlossen. Gut. Das bedeutet, wir werden auch hier dann den nächsten Stromanschluss wählen können. Okay, die geht jetzt hier runter und geht nach da, die Leitung. Jetzt würde ich tendenziell dazu neigen, sagen, dass wir hier auf diese Leitung gehen. Diese Leitung machen wir so. Und hier gehen wir hin und machen das weg. Weil dann kann ich diese Leitung hier rüberziehen, die geht dann da lang und diese Leitung geht hier weiter. Und die ziehen wir dann noch weiter hier hin, weil hier muss bestimmt auch noch was hin. Was haben wir denn hier noch? Granit. Also wir müssen hier noch weiter schauen. Dieser Behälter ist ja noch... Sag schon, nee, organisch war es dann. Oder wo ist das Granit? Nee, ist Rohmaterial. So, und dann müssen wir da noch mehr hinstellen, oder wie sehe ich das? Aber da ist ja hier fürs Wasser, ne? Hm. Da müssten wir jetzt überlegen, dass wir das dann da auch noch weiter ausgraben. Und ich bin immer noch am Überlegen, was der Mordrak noch gesagt hatte, was wir machen müssen, ne? Die Leitung ist schon klar. Der Diffusor ist klar. Irgendwas hat er noch gesagt. Was macht denn unser Sauerstoff in der Basis erstmal hier? Ne, ist Stromnetz. Sauerstoff ist hier. Ja, das ist schlecht. Okay, in diesem Bereich wird es jetzt besser. Ja, und meine Sauerstoffversorgung muss auch besser werden, ne? So, wir pusten das alles hier rein, ne? Das ist ja auch gut so. Wie pusten wir denn da rein? Okay, mit ziemlich schwacher Leistung eigentlich nur, ne? Ach guck mal, hier ist gar nichts drin, oder wie sehe ich das? Einer ist jetzt hier nur vollgestaut und das ist der. Dann
Okay, das ist eine komische Verbindung, die ich hier gebastelt habe, aber wenn es so ist, dann ist ja auch gut. Hier ist jetzt der Strom am Laufen, ne? Das war das Problem mit dem Sauerstoff wahrscheinlich, weil hier kein Strom war. Ja, die sind mau, ne? Der ist voll als einziges, oder? Okay. Hier wird es auf jeden Fall besser. Wir kriegen auch den ersten Raum schon in hellblau. Das ist auch gut. Hier geht es auch durch die Wand durch. Das ist auch nicht verkehrt. Eigentlich müssten wir jetzt hier irgendwo aufsaugen. In Anführungsstrichen. Hier müssten irgendwo Pumpen hängen, die das mitnehmen wieder. Ungekühlte Nahrung, wo ist die denn? Also das war wahrscheinlich, weil hier der Kühlschrank keinen Strom hatte, ne? Schätze ich mal. Tier verhungert. Okay, wieso kommt jetzt hier kein Dingens an? Haben wir denn so wenig schlechte Luft hier zum Hinpumpen? Nochmal das Overlay. Ne, das ist verkehrt. Das Lüftungsoverlay ist hier. Gramm verschmutzter Sauerstoff kommt da erst ran. Also die kriegen da ja noch was, aber ein Tier ist hier verhungert, das ist schlecht. Okay, das ist jetzt schon mal hier offen, ne? Ja, da müssen wir auch noch die Lüftung umbauen dann dafür. Gasbrücke. Das war eine falsche Taste. Nochmal die Gasbrücke. Na, jetzt. Da ist auch wieder kein Strom da. Das ist unser größtes Problem, was wir wohl gerade haben. Sweepy Dock, okay. Okay. Wieso hapert es jetzt hier gerade am Strom? Weil diese Leitungen gebaut worden sind oder was? Nee, ne, oder? Die Pumpe da unten ist noch nicht gemacht, ey. Warte mal, da müssen wir mal schauen, dass wir da vielleicht eine Leiter hinsetzen. Dann könnte das auch klappen, ne? Und dann können wir hier auch noch was weggraben. Und dann können wir ja rüber. Dann können wir hier auch das Stück weggraben. Dann müssten die auch dahin kommen, um das aufzugraben. Das können wir zerlegen. Genauso wie diesen Gitterziegel, den auch zerlegen können, denke ich. Aufwischen ist hier, glaube ich, noch nicht, oder? Oh doch, ist sogar nicht so viel. Aber das wird wiederkommen dann und wird schwierig mit dem Aufwischen, ne? Ne, graben brauchen wir nicht. Wir brauchen da einen Ziegel, um die Decke zu schließen hier. Jetzt hat er Wasser geholt oder was hat er gemacht? Und er hat keinen Sauerstoff? Ne, irgendwas hat er geholt auf jeden Fall, ne? Hier müssen wir das Wasser auch runterlassen. Hier unten sind noch Algen, okay. Hier fehlt es doch irgendwie auch an der Pumpe, oder? Verschmutzter Sauerstoff. Gaspumpe. Essen 45.000, das ist schon mal gut. Tier verhungert. Also hier läuft es nicht. Ganz klar. Da können wir noch abbauen.
Zurzeit pusten wir einfach den Sauerstoff hier immer rein, ne? Aber der muss auch weg. Lüftung. Hatten wir nicht so Mini-Pumpen irgendwo? Gaspumpe? Mini-Gaspumpe, aha. Fehlende Rohstoffe? Ach, Plastik braucht man da. Na, dann machen wir das nicht. Die Pumpe dahin zu machen wäre sehr schlecht, glaube ich. Vielleicht hier hin? Bis auf das Bett wäre alles erstmal gut, so, ne? Ja, würde ich jetzt erstmal so machen, ne? Und da ist auch noch ein Bett. Und da lassen wir es erstmal weg. So, dann würde ich jetzt nochmal ins Lüftungsdingens reingehen. Und drehen wir die mal, die Geschichte hier. Ist das so richtig dann? Ich glaube schon, ne? So würde ich es machen. Also wir müssen noch mehr machen. Wir müssen das auch noch anschließen, ne? Und zwar kommt der dahin. Ja. Das kommt auch immer so, ne? Das kommt auch so. So, und wie kommen die da dran, ne? So, ne? Dann sollte das einigermaßen funktionieren, meine Idee. So, und dann würde ich jetzt hier drunter einen Gasfilter auf jeden Fall setzen. Den drehen wir mal um. Ja, das war jetzt eine falsche Taste wieder. Den machen wir mal so rum. Und dann kommt der da dran. Hier wird gefiltert. Hier ist das Schmutzige, ne? Ja. Dann würde ich sagen, machen wir das hier noch mit einer Brücke. Ja, wieder falsch, ne? Wieder nicht das O gedrückt. Ja. So. Die würde ich da hinbauen. Nee, das war falsch. Und den bauen wir dann. Ne, warte mal, der muss. Der soll dann da lang. Da lang. Kommt hier lang. Und kommt da raus. Und da dran. Das passt soweit. Und die ist schon fertig. Gasfilter. Verschmutzt. Soll der da hin transportieren dann. Gut, das passt erstmal. Dann Strom. Und da wird es jetzt schon schwierig, ne? 240. So, das ist 120, 360, 500,
80, nee, 600. Ich glaube, wir machen die alle aneinander. Ach, da ist auch noch einer. Das ist dann nicht so dolle, ne? Da brauchen wir jetzt auch noch eine Strombrücke dann, die ich hier hinsetzen würde. Und das kommt da dran. Oh, jetzt ist das hier schon umgebaut. Nochmal das Stromkabel. So passt's. Gut, baut die das schon? Nee, ne? Und was haben wir denn hier alles so für Materialien, die hier rumliegen, ne? Magmatit. Lager nicht verfügbar. Hier schillert es auch in allen Farben gerade, ne? Das bedeutet, wir gehen hier mal rein und machen das mal so, oder? Und da können wir ja schon so ein Teil hinstellen. Und da weiß ich noch nicht. Da geht auf jeden Fall auch noch einer hin. Und dann müssen wir das da noch wegbauen, oder? Na, warte, wir machen das anders. Lass uns das mal so wegbauen erstmal. Da wurde gearbeitet, sehr gut. Passt soweit erstmal. Wie sieht es mit dem Strom hier aus? 600er Watt Leistung auch. Okay, das sieht eigentlich da ganz gut aus. Wie sieht es bei den anderen beiden aus? Nullader und dem fehlen noch andere Dinge. Ziegel zum Beispiel unten drunter. Ah, warte, das sind wärmeisolierte Ziegel, das wollen wir mal machen. Ach so, das hatten wir auch. Ah, das war das, was der Mordrak geschrieben hatte. Diese langsam Aufheizung. Dekor, Überhitzungstemperatur, Überhitzungstemperatur, thermisch reaktiv bedeutet, er ist außenrum schnell ab- und angekühlt. In Verbindung mit den Radiatorrohren ist das ideal. Aber ich weiß nicht, wofür es bei uns gut ist. Diese sieht am schicksten aus. Überhitzungstemperatur plus 15 Grad. Ich weiß nicht, ob das das Ideale für uns ist. Hier ist langsames Aufheizen. Ist das das Ideale? So ziemlich alles auf der Asteroiden hat eine Temperatur. Es ist normal, dass die Temperatur ein wenig steigt und fällt, aber extreme Temperaturen können alle möglichen Probleme für eine Basis verursachen. Gebäude können ausfallen, Pflanzen können welken und die Dinge können sogar schmelzen, kochen und einfrieren, obwohl sie es eigentlich nicht sollten. Thermische Energie. Leitung. Wärmeenergie kann durch Wärmeleitung zwischen Gebäuden, Kreaturen, Ziegeln und anderen Objekten der Welt übertragen werden. Die Wärmeleitung tritt auf, wenn sich zwei Dinge mit unterschiedlichen Temperaturen berühren. Die Rate mit der Energieübertragung ergibt sich aus dem Produkt der gemittelten Leitfähigkeitswert und der Temperaturdifferenz. Die Wärmeenergie fließt langsam zwischen Substanzen mit geringem Leitfähigkeitswert, Isolatoren und sich schnell zwischen Substanzen mit hoher Leitfähigkeit, Leitern. Ist das denn jetzt ein Leiter? Langsamer aufheizen. Also ist es eigentlich das Richtige, oder? Das heißt, wir müssen das nochmal abbrechen hier. Nochmal dahin gehen und dann den richtigen Ziegel nehmen. Und das war jetzt langsames Aufheizen, oder? Ich probiere es aus, ich weiß es nicht. Mordra kann mir das schreiben, ob das richtig oder falsch ist. Sweepy Doc, achso, Forschung haben wir da abgeschlossen. Und wir haben noch keine neue gewählt. Nein, haben wir nicht.
So, dann müssen wir gucken, was wir da Neues haben. Das ist ja schon alles fertig hier. Was haben wir hier? Förderschienensperre, Förderbehälter und Förderschienen. Nee, das ist alles nicht, was wir zurzeit brauchen. Glasschmiede, Bunkerziegel, ja. Brauchen wir wohl auch nicht, ne? Minenroboter. Ja, die, ja, weiß ich nicht. Bestimmte Reichweite ist das Problem, was ich da sehe. Rohrgaskeimsensor. Krankenhaus. Komm, wir machen das, weil das Krankenhaus ist ganz cool und vor allem das Whirlpool dahinter ist gut für die Dingens, sag schon, mentalen, ne, Geschichten für die Kollegen. Hier läuft jetzt noch nichts, oder? Weil was fehlt? Strom oder? Ja, Stromleitungen sind sogar ganz schön viel gebaut und sind bis dahin fast angeschlossen, außer hier, weil es da gar nicht geht, die aufzubauen. Das wiederum bedeutet, wir müssten hier eine Prio. Ne, wir müssen da erstmal abbauen. Das liegt ja oben drauf. Aha. So, dann geht das auch, ne? Und dann graben wir hier gleich auch noch aus. Dann sollte das doch besser werden, oder? Kriegen wir das so hin? Morak, noch einmal hier einen Blick auf den Sauerstoff. Oh, da unten ist jetzt viel Sauerstoff, ne? Hier wieder hochgepumpt und das ist jetzt nicht so dolle wie hier unten, ne? Diese Türen sind natürlich, die lassen es so oder so durch, ne? Ja, wissen wir Bescheid. Ich würde sagen, wir machen erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und gucken, was für ein Dupe dahinter steckt. Nein, den nehmen wir dann nicht. Da ist bestimmt ein Hilfspaket dabei. Oder irgendwas, was wir dringend brauchen. Bis dann. Ciao.